So, dann sind ja doch noch einige so früh am Morgen, haben es doch noch hier hingeschafft. So, ich habe leider keinen Presenter, deshalb kann ich keinen Laserpointer nutzen. Bisschen blöd. Ja, erstmal, ich meine, es geht jetzt hier um Snappy Ubuntu Core. Was das jetzt genau ist, werde ich jetzt natürlich erklären. Hat damit schon mal irgendwer gearbeitet? Okay. Gut, dann erstmal kurz zu mir. Mein Name steht da, ich heiße Sujivan. Damit extra noch meine Lautschrift, damit ihr es auch noch lesen könnt. Ansonsten bin ich auch eher, dessen Name nie genannt wird. ja, gehe ich mal ein bisschen weiter. Kurz zum Inhaltsverzeichnis, also was jetzt ihr genau alles hören werdet. Zunächst einmal mit der Einordnung, was denn genau Snappy Ubuntu ist, wo jetzt der Unterschied ist zwischen dem klassischen zu dem normalen Ubuntu, was ihr jetzt vom Desktop oder auch vom Server halt eben kennt. Dann eben der genaue Blick auf, was ist genau Ubuntu Core. Dann noch eine kurze Demo und im Anschluss ist dann auch schon zu Ende. So. In den Router. So, kurz zu mir. Ich komme aus der Stadt Castrop-Rauxel bei Dortmund, falls es irgendwer kennt. Bin im normalen Leben Softwareentwickler und bald wieder Student. Bin selbst jahrelang in der Ubuntu-Community unterwegs, zum Beispiel auf Messen, an Ständen oder auch bei Ubuntu-Users im Team. Teilweise einfach nur als Artikelschreiber, teilweise eine Zeit lang auch als Projektleitung, so was sich so alles immer ergibt. Und mittlerweile mache ich das auch schon 5 Jahre lang. Also das ergibt schon mittlerweile eine ganz schön lange Zeit. Ja, was ich noch hervorheben muss, ich bin kein Canonical-Mitarbeiter, auch wenn ich da ein paar Leute mit kenne. Und ich bin auch Organisator der diesjährigen UbuCon, die in Berlin stattfinden wird. Dazu hier nochmal was. Nur als kleine Werbung, vom 23. bis zum 25. Oktober findet die UbuCon in Berlin statt. Und da seid ihr natürlich, könnt ihr natürlich auch gerne erscheinen. Der Call for Papers läuft auch noch. Ein fertiges Programm haben wir bis jetzt noch nicht. Und wer sich frühzeitig anmeldet, kommt dafür 15 € kann dann teilnehmen. Wo dann auch eine Essens-Flatrate und Getränke-Flatrate mit enthalten ist. Kommen wir jetzt aber mal wirklich zum Thema, nämlich zunächst erstmal zum traditionellen Ubuntu, damit wir eben halt einordnen können, wo sich jetzt genau Snappy Ubuntu vom normalen Ubuntu unterscheidet. Das traditionelle Ubuntu nutzt, wie ihr wahrscheinlich schon alle kennt, apt bzw. dpkg zur Paketverwaltung. Ihr könnt da alle eure Anwendungen und Programme oder Libraries installieren und folgt eben dem Zyklus, dass es halt eben alle 6 Monate eine neue Version rauskommt, die dann für 9 Monate unterstützt wird. Und es gibt dann eben halt eben noch die LTS-Variante, die eben für 5 Jahre unterstützt wird und alle 2 Jahre erscheint. So, was hierbei wichtig ist, um den Unterschied zu Snappy zu erkennen, ist, dass die Paketversionen ja soweit fest sind, zum Beispiel größtenteils. Wenn man dann jetzt irgendwie einen Apache installiert, dann ist es halt eben Apache 2.4 und das bleibt auch während der ganzen Release-Unterstützung so. Das wird in der Regel ja eben nicht geupdatet und von Firefox oder sowas abgesehen, was da häufiger aktualisiert wird. Und so dass die Pakete halt alle nur Sicherheitsaktualisierung oder Fehlerkorrekturen bekommen, aber keine großartigen neuen Features dazu bekommen während eines Releases. So, normaler Einsatz im Moment eigentlich nur Desktop und Server. Und wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt, gibt es auch noch Ubuntu Phone. Dazu gibt es um 11 nochmal einen Vortrag ebenfalls von mir und hier. Der Unterschied bei Ubuntu Phone ist, dass das ganze System ein System-Image ist. Das heißt, das ganze System wird an sich geupdatet als Image-basiert. Das heißt,
Es wird halt immer ein Image geladen, was dann halt drüber gebügelt wird auf das System, um dann das ganze System zu aktualisieren. Auf die Details gehe ich jetzt hier nicht so genau ein, dafür gibt es den Vortrag halt eben gleich. Und was man hier jetzt halt noch wichtig ist, man kann keine Deb-Pakete, beziehungsweise zumindest im Standard keine Deb-Pakete installieren. Dafür gibt es bei Ubuntu Phone zum Beispiel Click-Packages und die ein viel einfacheres Paket, ist halt ein viel einfacher Paket-Tool, so dass es viel einfacher ist, ein Paket für Ubuntu Phone zu basteln. Und eben dafür gibt es dann auch noch Frameworks und SDKs, um das Ganze eben zu, um halt Anwendungen dafür zu entwickeln. Und in der Regel erscheint im Moment so im Release-Zeitraum so alle 6 Wochen eine neue Version. Und in diesen System-Image-Updates gibt es dann halt auch das Update vom Basissystem von zum Beispiel 14.04 auf 15.04. Das ist halt in ein paar Minuten erledigt, dadurch, dass es einfach nur überschrieben wird. Was wichtig zu wissen ist, dass Ubuntu Phone letztendlich die Vorgängerversion von Snappy Ubuntu war. Snappy Ubuntu ist ebenfalls auch ein System-Image und das hat noch einen besonderen Feature, dass es transaktionale Updates gibt. Das heißt, man kann jetzt ein Update vom System machen oder auch von Anwendungen und falls da irgendwas nicht funktioniert, wenn es zum Beispiel nicht bootet oder wenn Anwendungen nicht so funktionieren, wie es eigentlich funktionieren sollte, dann kann man die wieder rückgängig machen und auf eine alte Version springen. Wie das genau funktioniert, zeige ich auch noch später. Und dadurch, dass es halt eben die Weiterentwicklung von den Click-Packages sind das hier Snap-Packages. Wie das aufgebaut ist, kommt auch nochmal gleich. Und wo Snappy im Moment vor allem eingesetzt wird, ist der Einsatzbereich von dem Internet of Things, also für Dinge, die es an vielen Ecken geben wird, sollen Kühlschränke, Router, Switches und Drohnen und sowas, dazu gleich nochmal mehr. Und man kann sich auch eine Cloud-Instanz zum Beispiel bei Amazon und, glaube ich, bei Microsoft Azure, glaube ich, auch noch starten oder halt lokal als KVM-Image, so wie ich das zum Beispiel mache. Kommen wir jetzt mal wirklich zu Ubuntu Core. So, ich hatte gerade schon mal kurz erwähnt, dass es verschiedene Devices gibt. Also welche Geräte gibt es denn jetzt, wo läuft das denn jetzt genau? Man kann sich schon ein paar Geräte kaufen, wo Snappy Ubuntu halt drauf ist. Das ist zum Beispiel ganz links und das dritte zum Beispiel sind beides Drohnen, beziehungsweise eine ist so eine Spider-Drohne von dem Hersteller Earl Robotics. Da ist ein BeagleBone Black letztendlich drauf, was halt als hauptsächlich Entwicklungsplattform dient, und womit man dann seine Anwendung installieren kann. Das heißt, wenn man jetzt eine Drohne hat, dann kann man da ein Programm installieren, um eben die anders zu steuern oder sowas. Wer sich jetzt denkt, oh, ich kaufe mal eben so eine tolle Drohne, das hatte ich mir auch mal kurz überlegt, ja, die fangen so bei 500, 600 Euro an. Ist also nicht ganz so billig. Ja, wie man auf dem zweiten Bild sieht, lauffähig ist das hauptsächlich auf dem BeagleBone Black, also als unterstützte Version, wofür es auch eben diese transaktionalen Updates gibt. Auf dem Raspberry Pi gibt es auch noch Builds, das wird aber noch nicht, zumindest im Moment nicht, offiziell unterstützt. Da weiß man jetzt noch nicht, wann das jetzt alles weitergeht. Und was man mittlerweile auch kaufen kann, sind Switches oder Switches von, wo Ubuntu Core halt eben draufläuft. Da gibt es diverse Hersteller, die es schon angekündigt haben. Jetzt gibt es auch noch eben Kühlschränke, wie man da noch so leicht sieht, was dann halt so ein Smart Switch ist. Letztendlich kommt es immer darauf an, wer es braucht. Ist halt auch wieder relativ teuer im Vergleich zu einem normalen Kühlschrank. Wenn man da jetzt zum Beispiel sieht, da ja, ist ein bisschen schwer zu erkennen, dass da zum Beispiel so eine Milchwaage drin ist mit einer Milchflasche drin und der Kühlschrank weiß dann, wenn es zu leicht ist, dann ist da nichts mehr drin. Also kann man den Besitzer Bescheid sagen, hey, also als Push-Benachrichtigung aufs Handy, zum Beispiel, hey, hier, du brauchst uns mal neue Milch kaufen, willst du es nicht mehr kaufen? So, lustig wäre es natürlich, wenn es die Drohne liefern würde. So weit sind wir aber, glaube ich, noch nicht. Aber letztendlich ist es jetzt schon möglich, dass man sowas macht. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Ubuntu Core letztendlich nur die Plattform ist, um solche Anwendungen zu implementieren und zu nutzen. Zum Beispiel bei dem Kühlschrank gibt es, glaube ich, nur eine iPhone-App. Um da Benachrichtigungen und sowas zu kriegen.
so dass man nicht direkt sieht, also als normaler Endanwender für so Internet of Things Geräten soll man halt nicht sehen, beziehungsweise wird man nicht so direkt sehen, ob der jetzt Ubuntu Core drauf läuft oder nicht, außer wenn man es dafür entwickelt. Das ist zum Beispiel halt auch so der Fall, dass wenn ihr zum Beispiel zu Hause habt, ihr wahrscheinlich alle einen Router und ihr wisst aber nicht, was für ein System da direkt drauf läuft, außer wenn da jetzt irgendwer ist, der sich da selbst was dran gebastelt hat. So, wofür halt Ubuntu Core eben dafür da ist, ist eben, dass man das drauf installiert und der Hersteller muss sich jetzt nicht mehr so großartig drum kümmern, dass die Plattform auch aktualisiert wird, weil wer weiß, wie oft sein Router aktualisiert wurde? Einer. Immerhin. Gut, mit Ubuntu Core soll man das, sieht man das auch eher auch nicht, weil das Ganze im Hintergrund läuft. Der Punkt ist aber halt mehr so, dass vorher jeder sein eigenes Süppchen gebacken hat und eben hierdurch viel Arbeit auch für den Hersteller abgenommen wird. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Ubuntu 15.04 auf dem Router hat, dann polt halt jedes Mal, hey, habe ich Updates? Und wenn ein Update da ist, dann wird es installiert. Wenn da was schief geht, dann switcht er wieder um und bootet die alte Version wieder, so dass man es in der Regel nicht merken sollte. Genau, Cloud Instances habe ich auch schon erwähnt. Ansonsten hierzu erstmal noch Fragen. Kommen wir zur Architektur von Ubuntu Core letztendlich. Wie Core schon im Namen sagt, es ist wirklich der Kern. Also da ist wirklich nicht so viel drin. Letztendlich gibt es vier verschiedene Schichten, wobei die dritte eigentlich relativ, also Frameworks sind zum Beispiel optional. Kommen wir also erstmal zur untersten Schicht, das ist das Enablement. Das ist eigentlich nichts anderes als die Kernel-Unterstützung von einem Gerät, was man unterstützen wird, zum Beispiel auf dem BeagleBone Black oder auf dem Raspberry Pi oder halt ein Odroid-Gerät, zum Beispiel ARM-Geräte oder halt x86-64 oder irgendwie sowas halt. Letztendlich ist halt der Linux-Kernel drin, die ganzen Treiber, die dafür benutzt werden, um zum Laufen zu kriegen. Und was wichtig ist, ist read-only. Heißt, man kann da jetzt nicht so viel drauf schreiben im Standard. Die zweite Ebene ist Ubuntu Core. Da sind dann letztendlich alle bekannten Sachen, die von Ubuntu dabei sind, außer jetzt apt-get oder dpkg drauf, die dann halt eben den Kern halt bilden. Da sind jetzt nicht viele Anwendungen installiert. Es geht wirklich nur darum, das Basissystem zu liefern. So, das heißt, zum Beispiel so Sachen wie Python ist zwar im Moment noch drin, fliegt aber auch noch raus. So, das Ganze soll dann halt so modular wie möglich gehalten werden, so dass halt eben auf den ganz kleinen Geräten installiert werden kann, um eben nicht so viel Ballast zu haben. Beziehungsweise den Ballast kann man dann über die Frameworks beziehungsweise die Apps dann halt eben erzeugen. So, was hier halt auch wichtig ist, read-only. Man kann jetzt nicht im Standard, klar, wenn man jetzt als Entwickler ist, kann man da was rumschreiben, aber als ausgeliefertes Gerät schreibt man da eher nicht so rum auf irgendwelchen Dateien. Es wird Ganze auf der überen Ebene gemacht. So, und wie halt auch beim Ubuntu vorhin oder gerade schon erwähnt, ist das Ganze image-basiert. Und transaktionale Updates. Ich glaube, das kommt jetzt. Ah nee, dazu kommt dann gleich noch ein bisschen mehr. So, kommen wir jetzt zu Frameworks und zu den Vor- und Nachteilen von Snappy im Vergleich zu einem normalen Ubuntu. Wenn man jetzt ein Framework hat, dann ist das so Sachen, die geben dann Informationen da, die häufiger genutzt werden als Art Bibliotheken. Es muss aber nicht. Was jetzt zum Beispiel in Ubuntu Core ist zum Beispiel bald kein Python mehr drin, so dass man als Framework Python anbieten kann. Das Ganze wird aber nur durch, also um Frameworks anbieten zu können über einen Store, muss man letztendlich ein Vertragsverhältnis mit Canonical haben. Man kann da also nicht so mal einfach ein Framework erstellen. Das Ganze hat natürlich so Vorteile, wenn man ein Framework hat. Das heißt, theoretisch wäre es möglich, wenn das jemand programmiert, zum Beispiel eine Android-Laufzeitumgebung als Framework zu implementieren, so dass dann verschiedene Apps dann diese Laufzeitumgebung nutzen können. Es können mehrere Frameworks gleichzeitig installiert sein und das Ganze dient halt einfach nur dazu, halt eben mehreren Apps eine Plattform zu bieten, worin sie dann halt andocken können oder was nutzen können. Und genau wie es da auch noch steht, so Sachen wie Sensoren oder Kameras oder so, dafür, um da eine bessere API zu liefern oder sowas, dafür kann man Frameworks verwenden. So,
Kommen wir jetzt zur vierten, also Frameworks waren letztendlich noch optional. Apps sind natürlich auch optional. Es bringt dann halt nicht mehr viel, wenn man keine Apps drauf hat. Apps werden als Snap-Packages ausgeliefert, nicht als Dev-Pakete. Und die beinhalten letztendlich alles, was man braucht. Mit allen Abhängigkeiten, die man braucht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel also ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr ein Programm installiert, dann installiert er sich ja noch ganz viele ganz Abhängigkeiten mit runter. Und so, dass man wirklich eine Bibliothek nur wirklich nur einmal auf der Platte liegen hat. Das ist bei Snappy nicht mehr so. Das geht, viele sagen, es erinnert einen stark an das Windows-System, wo auch jede Anwendung ihre eigene Bibliothek mitliefert. Wenn man jetzt als Beispiel sagt, ja, ich habe jetzt hier eine C++-Anwendung, ich brauche die Boost-Libraries, die ein paar Gigabyte groß sein könnten, wenn man da jetzt mehr nutzt. Dann linkt man ja jetzt eben als Anwendungsentwickler immer gegen die Versionen, die in den Paketquellen vorhanden sind. Wenn man mehrere Distributionen unterstützt, mit die alle verschiedene Bibliotheksversionen haben, dann ist es als Anwender immer relativ schwierig, je nachdem, ob die API da irgendwie inkompatibel ist. Das kann ich jetzt nur aus meiner Entwicklersicht quasi sagen. Es ist manchmal schon nervig, wenn man jetzt für Ubuntu 14.04 oder Features nutzen will, die dann irgendwie nur in neueren Distributionen vorhanden sind, aber in so einem Red Hat 6 zum Beispiel gar nicht mehr enthalten sind. Das ist dann natürlich blöd, weil da muss man halt immer gucken, ja gut, kann ich noch nicht nutzen, kann ich erst in 3 Jahren nutzen. Und dieser Punkt ist jetzt halt eben bei Snap-Packages halt nicht mehr der Fall. Mit dem Vorteil für die Entwickler, dass man halt eben alles mit drin hat. Die Snap-Pakete selbst sind doch deutlich einfacher aufgebaut als normale Dev-Pakete. Und das erleichtert zumindest aus der Entwicklersicht halt die Sache. Aus Nachteil ist dann natürlich, dass sich vieles doppelt. Dann hat man halt von einer Library theoretisch 3, 4, wenn er irgendwie 10 Anwendungen installiert hat und jede bringt ihre eigenen Libraries mit, dann wird das natürlich relativ schnell, relativ fett. Wobei man auch wiederum bedenken muss, auf der Schiene von den Internet of Things Dingen, wo man halt, hat man eh nicht viel installiert, da schadet das jetzt nicht großartig, ob man jetzt da man eben nur 1 oder 2 Anwendungen installiert hat, ob man da jetzt eine Bibliothek mehr oder weniger hat. Das Ganze versucht man noch damit auszugleichen, also dass man nicht so viel Platz verbraucht durch Deduplication. Und das sieht dann halt eben so aus, dass wenn das System beim Installieren eines Paketes merkt, hey, ich habe die Bibliothek XY in einer bestimmten Version schon da, dann muss ich die nicht nochmal extra runterladen. Das Ganze geht natürlich nur dann, wenn es auch wirklich dieselbe Bibliothek ist und jetzt nicht irgendwie eine andere Version ist, weil dann klappt das Ganze schon nicht mehr. So, hierzu irgendwelche Fragen bis jetzt? Ja? Aus Entwicklersicht wäre es möglich, ein Utilities zu schreiben, wenn das Ganze Core und Runter read-only ist? Oder wirklich nur Apps mit einfacher Nochmal. Also Applikation zum Beispiel, die Systemfunktionalität anbieten, wäre es möglich, sein oder die einzelne App getrennt, weil das ganze Fenster rund ist read-only. Genau. Kann man überhaupt Utilities anbieten, die System? Genau. Ja. Achso, ja. Also die Frage war jetzt, ob man jetzt System, was habe ich? Ja, genau, System Utilities, ob man die schreiben kann. Man kann das, glaube ich, dann als Framework dann eben implementieren, wenn man die Geräte dann, aber man muss halt so ein Vertragsverhältnis zu Canonical haben, um die im Store anzubieten. Man kann sie natürlich auch selbst auf seinen Geräten installieren. Ansonsten, ja, ich glaube, das beantwortet deine Frage, ne? Ja? Meine Frage, wie grenzt sich das ganze Konstrukt gegenüber beispielsweise ProOS oder anderen containerbasierten Systemen ab? Und bei der Deduplication, und die Frage ist, die blockbasiert oder dateibasiert? Also die erste Frage war ja eben, wo sich das gegenüber CoreOS oder anderen containerbasierten absetzt. Das kann ich gar nicht so genau beantworten, weil ich CoreOS zum Beispiel gar nicht so gut kenne. Aber es geht halt in dieselbe Richtung. Wobei bei CoreOS ist, glaube ich, fast nur der einzige Einsatz, dass man dann Docker oder Rocket dann eben installiert, glaube ich. Ne?
Hier hat man halt eben, hier kann man auch Docker installieren und dann Container eben bauen und nicht nur und halt normale Anwendungen in Snap Packages. Was halt auch noch wichtig ist zu verstehen, ist bei Frameworks und bei Apps, die sind halt so Geschichte, dass die noch, dass sie gesandboxed sind, so dass sie nicht im Standard alle Dienste nutzen können, wie es jetzt zum Beispiel der Fall ist. Also, dass man dann halt eben Netzwerkzugriff muss dann mit AppAmor zum Beispiel angeben, ob man jetzt, ob er jetzt Internetzugriff haben darf oder nicht. So, die zweite Frage war? Die Dedupli-Cache, die du erwähnt hattest, ist die teilbasiert oder blockbasiert? Das ist ja essentieller Unterschied. Ja, also für den Stream nochmal die Wiederholung, ob das, ob die Deduplication block- oder dateibasiert ist. Soweit ich weiß, ist die Deduplication noch gar nicht implementiert. Okay. Die ist also geplant und da kann ich auch nichts zu sagen. Also ich entwickle da selbst nicht mit. Bis jetzt habe ich auch noch nichts mit Snappy Ubuntu selbst programmiert oder sowas. So, noch welche Fragen? Ja. Ich habe jetzt eine App, ganz normal in den App Store, aber die wurde vorher als Dedupli-Cache. Ja. Ja, also um jetzt um die Frage zu wiederholen, die DEP, also du willst, hast eine DEP-Paket und möchtest das als Snap-Paket anbieten, richtig? Ich möchte es einfach, dass die Applikation weiterhin verfügbar ist. Ich würde es am liebsten einfach als DEP-Paket weitermachen, weil ich gerade mehr arbeite. Ja, also du kannst ja eben hier keine DEP-Pakete installieren, aber das bleibt auch im Store, das ist ja ein getrenntes Archiv. Zum Store komme ich gleich nochmal dazu. Du kannst aber deine Anwendung als DEP-Paket mit einem Dep-to-Snap-Paket theoretisch auch automatisch umbauen lassen, so dass er dann halt, wenn man halt jetzt einen Tmux oder sowas braucht, kann man dann halt Dep-to-Snap aufrufen, wenn man es installiert hat, um dann ein Paket, was man jetzt gerade hat, direkt als Snap-Paket auszuliefern. Das geht also auch. Genau, ich habe ja gerade erwähnt, das ist ein transaktionales System. Und es ist ein transaktionales System, was ich, was dann eben auch zwischen vor dem Update und nach dem Update was ändern kann. Wichtig ist jetzt das Partitionsschema zu kennen, um zu wissen, wie es funktioniert. Das jetzt ist zum Beispiel ein Beispiel, wie das auf ARM-Geräten sein kann. Bei BIOS- oder UEFI-basierten Geräten ist das wieder unterschiedlich. Letztendlich hat man dann eine System-Boot-Datei, die ist die ist relativ klein, wo dann halt nur die Sachen drauf sind, wo der Bootloader quasi drauf ist, um die Sachen zu booten. Und man hat dann ein System A und System B Partition, die beide nur ein Gigabyte groß sind. Das heißt auch Ubuntu Core, weil es halt eben ziemlich klein ist, der Kern halt eben. So, wenn man das halt im Standard sein Snappy Ubuntu bootet, dann hat man, dann bootet das in, hat man ein Root-File-System in System A. Wenn man dann Upgrade macht, dann schreibt er die neuen Dateien in System B um. Und so, dann, dann schaltet er im Bootloader halt um und sagt dem Bootloader, ja, boote nächstes Mal von System B. Und so, dass man dann wieder zurückwechseln kann, wenn man will. System C oder System D gibt's nicht. Also System D gibt's schon, aber nicht als Partition. Dann gibt's halt eben noch die Voidable-Partition. Da werden dann alle App-Daten hinterlegt. Und ist dann letztendlich der Teil, den man sich einteilt, damit der restliche Platz ja halt verfügbar ist. Und die Fallsystemtypen stehen dran, sowohl die Systempartition als auch die beschreibbaren Partitionen sind alles X4, während die Bootpartition halt eben so ein VFAT-Partitionsschema ist. So, genau. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt. Ich mache das mal im Terminal. Ups. Ich zeige euch jetzt erstmal mal, wie es denn genau aussieht, wenn man eine. Ups. Moment. Ja, gut. Aha. Ich gehe gerade nur auf eine VM drauf. So, ihr seht was, oder? So, nur ich sehe nichts.
Genau, Snappy Examples ist ein Paket, was verfügbar ist, wo halt eben Beispielprogramme enthalten sind. Das ist zum Beispiel, können wir jetzt Hello World angucken. Hier sieht man halt eben, welche Ordner, wie die Paketstruktur aufgebaut ist. Letztendlich hat man zwei Ordner in diesem Fall, einen Binnenordner und einen Meta-Ordner. Und da ist letztendlich dann alles drin, was man für das Snap-Paket braucht. Jetzt könnten wir zum Beispiel in Meta reingucken. Meta, genau, Meta Hello PNG ist eigentlich nur das Bildchen, was man nutzt, damit es im Store hochgeladen wird und mit einem Bild angezeigt wird. In der Package-YAML-Datei ist letztendlich die ganze Definition des Paketes mit drin und enthält jetzt alle Informationen, die man gebraucht wird, um halt so ein Snap-Paket zu bauen. Wie man jetzt sieht, wer YAML kennt, der kennt wahrscheinlich die Struktur. Wer es nicht kennt, es ist ja einfach aufgebaut. Letztendlich hat man erstmal einen Punkt, der zwingend notwendig ist, der Name des Pakets, womit es im Store verfügbar ist. Eine Versionsnummer ist eigentlich auch selbsterklärend, genauso wie der Vendor, wer halt eben das herausgebracht hat. Und ein Icon. Was jetzt halt wichtig ist, sind jetzt halt die Binaries. Letztendlich gibt man den Pfad zu Binary an und kann dann halt eben sagen, dass wo die Binaries liegen, damit die ausgeführt werden können. Ich weiß gar nicht. Genau, zum Beispiel hier bin Echo oder Env Evil oder sowas halt. Das Ganze können wir jetzt halt in bin gucken und ich könnte jetzt bin Echo. Na, genau, da sieht man so gerade eben noch Echo Hello World. Das ist das Einzige, was man jetzt was jetzt dieses Programm macht, wenn man eben Hello World eben ausführt. Und letztendlich ist es eigentlich nur nichts anderes als ein Shell-Skript. Damit kann man schon mit vier Dateien ganz einfach ein Snap-Paket bauen. Man muss nur noch Snappy Build aufrufen, glaube ich. Snappy Build. Und dann hat er schon das Snap-Paket gebaut. Man muss also nur alles in der YAML-Datei konfigurieren und die Binärdateien halt eben alle mitliefern. Wenn man halt eben diese ganzen Libraries zum Beispiel mit hat, wie man Hello World ist ja ein ziemlich einfaches Paket, ziemlich einfaches Programm und dann hat man das eigentlich alles schon mit drin. So, was jetzt halt noch praktisch ist zu wissen, es gibt, die Dateien liegen alle unter, dazu komme ich gleich. Genau, ich habe ja vorhin schon den Store angesprochen. Der Store ist ein anderer als die normalen Paketquellen, wie man es aus dem normalen Ubuntu kennt. Und zwar ist das, heißt das Store WebDM, womit man sich sowohl die installierten Snap-Pakete anschauen kann, als auch selbst installieren kann, als auch so Konfigurationssachen angucken kann. Das Ganze wird noch weiterentwickelt. Im Moment ist es noch nicht so featurereich. Das zeige ich gleich in der Demo noch ein bisschen genauer. Und letztendlich ist es quasi der neue Software Center, kann man so sagen. Es läuft alles im Browser, ist alles webbasiert. So, genau, ein weiterer Punkt ist Ubuntu Personal. Also was ich ja gerade alles erzählt habe, war Snappy Ubuntu halt für die ganzen normalen Geräte, die jetzt keine grafische Oberfläche oder so haben. Ubuntu Personal ist jetzt der Ansatz von Ubuntu halt eben, sowohl es auch für einen Desktop theoretisch nutzbar zu machen. Das Ganze nennt sich halt eben Ubuntu Personal, was dann halt für Geräte ist, die persönliche Geräte halt eben, die halt auch ein Display zum Beispiel haben. So könnte man zum Beispiel irgendwelche Terminals von Bankautomaten mit Snappy Ubuntu ausliefern, da läuft dann ganze GUI drauf und man kann dann mit dem SDK normale Anwendungen installieren und letztendlich muss man dann nur die Updates anstoßen und dann laufen sie durch und ist dann natürlich einfacher, weil man nur einmal die Anwendung schreiben muss, dann bleibt das soweit. So wie stabil. Das kommt halt eben mit einer GUI, was in der Regel Unity ist, in dem Fall Unity 8, also das neue Unity, was auch auf dem Smartphones schon installiert ist, aber noch nicht auf dem normalen Desktop quasi vorhanden ist. Und Snappy wird auch die Basis für Ubuntu Phone bald sein. So dass man Ubuntu Phone halt zwar halt die Vorentwicklung und wird dann durch Snappy ersetzt durch ein Update. Es wird wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr oder Ende des Jahres oder nächstes Jahr
dann passieren. Mit Snappy wird es dann natürlich auch noch einfacher, so Sachen wie Ubuntu TV, was sie ja früher schon mal angekündigt haben, zu unterstützen, so dass man halt eben Snappy nutzt statt ein normales Ubuntu. Macht das ganze Paketierungssache noch deutlich einfacher und die Auslieferung von jedem. Ich glaube, genau, jetzt kommen wir zur Demo. Genau, jetzt habe ich, ich fange mal erstmal mit WebDM an. Und zwar habe ich hier jetzt die vorhandenen Pakete, die ich schon installiert habe. Da war ich gestern, habe ich schon ein paar Sachen gemacht. Und im Snappy Store sind dann letztendlich alle Pakete drin gelistet, die man installieren kann oder auch nicht installieren kann. Den Start, so, die sieht man dann oben rechts. So, ich mache das mal ein bisschen größer. Ups. Wie man hier sieht, der Store ist relativ übersichtlich, da ist jetzt noch nicht so viel drin, weil Snappy ist ja noch relativ jung und jeder kann natürlich dann eine Anwendung hochladen. Der Vorteil auch bei Snappy ist, wenn man jetzt als Entwickler ein Snap-Paket gebaut hat, dann könnte ich die jetzt sofort hochladen und die ist auch sofort im Snap-Store verfügbar. Hat natürlich eben die Vorteile, dass man da jetzt nicht anstrengend mit ins Debian-Paket-Archiv mit reinkriegen können muss, was ja jetzt das Problem ist, wenn man ein Deb-Paket baut. Man kriegt es nicht so einfach in die Debian-Archive rein, damit es dann in Ubuntu verfügbar ist. Dementsprechend ist das hier viel einfacher, weil es automatisch geprüft wird, wie jetzt, ob jetzt das Debian-Paket, ob jetzt das Snap-Paket soweit funktionsfähig ist. Genau, also ich könnte jetzt hier noch Webcam-Demo installieren. Man sieht jetzt da, dass es installiert. Ich guck mal, ob es schon gelistet wird. Webcam-Demo, dann ist es hier zum Beispiel gelistet und hier sieht man jetzt nicht so viel, weil da keine Reviews, kaum Details sind oder Settings. Was man jetzt aber halt theoretisch halt nutzen kann, ist, zum Beispiel, hier ist zum Beispiel ein Snake dabei als Paket, was man sich installieren kann. Und theoretisch könnte ich jetzt halt anfangen, Snake zu spielen. Das Ganze als Snap-Paket. So, ja. Genau, also. Das heißt, da läuft jemand, der nach außen kommuniziert, irgendwie schützt, was für Exports mit dem Desktop kann. Ja, also jetzt ist es, weil ich ein Development-Image halt eben habe, ist es halt alles offen. In der Regel ist auch SSH zum Beispiel zu. Ich komme jetzt per SSH drauf, das geht dann so im Standard halt nicht. Also sonst wäre es ein bisschen blöd, ja, wenn man sich da ein paar Apps installieren kann. Und der Store ist, also die verfügbaren Apps im Store sind die, die bei Canonical freischalten sind oder hochladen können. Genau, im Store kann jeder was hochladen und die werden halt automatisch geprüft, beziehungsweise wenn da irgendein Fehler war, dann wird es händisch nochmal geprüft. Kann man auch einen privaten Store, also kann man mein Snap-Image mit einem privaten Store verbinden, sodass ich firmenintern oder sonst wo einfach nur den Betreiber und einfach meine Regel bespielen kann, ohne das System umzuprüfen. Also du willst jetzt halt eine Firmenumgebung haben, wo du halt irgendwie welche Geräte hast, du willst aber nicht den Store von Snappy nutzen, genau, halt eben um... Weil es halt eben auch nicht öffentlich sein soll. Ne? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man WebDM selbst direkt nutzen kann. Es gibt aber Snappy Remote, womit was per SSH läuft, um dann halt letztendlich wird es ein Shell-Skript. Genau. Aber letztendlich hast du dann selbst die Kontrolle und kannst das halt an alle Maschinen schieben, die du jetzt haben möchtest, was das natürlich dann vereinfacht. Genau. So, was wollte ich jetzt? Genau, jetzt kommt nochmal... Ups. So, jetzt bin ich auf
ist auf meiner VM drauf, die ich jetzt gestartet habe, wo Snappier vor, also installiert ist. Letztendlich habe ich ein KVM-Image eigentlich nur gebootet, um es mal zu zeigen. So, wenn jetzt mal versucht, Apt-Get auszuführen, da sagt er hier, Apt-Get gibt's nicht. Probier es mit Snappy. Also kann ich jetzt Snappy ausführen und er sagt mir dann direkt auch die Kommandos, die verfügbar sind. Und jetzt könnte ich zum Beispiel Snappy-Listen machen. Dann zeigt er mir die Programme an, die installiert sind. Hierüber kann man natürlich dann auch noch die ganzen Anwendungen installieren, die man jetzt haben möchte. Genau, Snappy Search. Und jetzt könnte ich zum Beispiel Chatroom suchen. Und hier zeigt er jetzt auch direkt dann an, dass ein Paket verfügbar ist und ich kann das dann mit sudo snappy install chatroom program. Ah, genau, ich habe es zum Beispiel schon installiert, also kann ich es nicht nochmal installieren. Und ist ähnlich wie apt-get von der Nutzung her. Was man jetzt gucken kann, ist, die Daten liegen alle unter slash apps. Wenn man jetzt halt eben guckt, dann hat man zum Beispiel Snake. Dann sieht man jetzt hier die ganzen Ordner, die in dem Ordner letztendlich drin sind. Da sieht man halt auch später, wenn ich jetzt ein Update machen würde, was mit Snappy Update geht. Ich habe, ja, gibt keine Updates, weil ich es gestern erst eingestellt habe. Dann sieht man in der Snappy List auch mehr als nur eine Version. Hier sieht man jetzt Version 4 von Ubuntu Core. Heißt also, seit dem Release von Ubuntu 15.04 hat es vier Updates gekriegt. Und das Ganze geht dann halt auch bei den normalen Anwendungen, die dann halt eben wieder zurückgesetzt werden können. Das Ganze sieht man dann halt eben auch hier, dass man zum Beispiel bei Snake nicht nur den die Versionsnummer als eigenen Unterordner hat, sondern auch die aktuelle Version, das, was da letztendlich im Moment nur ein Link ist, so dass man dann immer noch auf die alten Daten zugreifen kann, wenn man möchte. So, ich glaube, das war's soweit. Habe ich da was vergessen? Ah, genau. Wenn man jetzt ein Rollback machen möchte, kann man Snappy Rollback ausführen. Nur weil ich jetzt leider kein Programm habe, was ich jetzt zurückrollen würde, geht das natürlich leider nicht. So, ansonsten bin ich jetzt... wo ist denn jetzt die Folie? Genau, ansonsten bin ich jetzt eigentlich soweit zu dem Punkt gekommen, dass ich für Fragen offen bin. Ja? Verschiedene Versionen zu fahren, kann Update machen, neue Versionen fahren und wenn das dann nicht klappt, kann ich auch die alte Version zurückgehen. Ja. Also die Frage war, dass man halt, ob man jetzt den Rollback nicht nur auf das System machen kann, sondern auch auf den Apps. Das geht auf beiden. Das ist genau gleich. Es wird also kein großer Unterschied gemacht. Ja? Sind die Apps voneinander separiert? Laufen die mit eigenen Namespaces, also unter LXC oder laufen die in anderen User-Kontexten wie unter Android? Wie die genaue technische Implementierung ist, kann ich jetzt nicht sagen. Die laufen soweit in der Sandbox drin. Und laufen separiert, die können sich also nicht in die Gehege kommen, außer jetzt bei geteilten Ports zum Beispiel. Ja, aber schon alleine ist ja die Frage, wie sieht es mit Systemaufrufen aus? Wenn die nicht in einem eigenen Namespace laufen, müsste ich ja auf eine Systemkomponente wie die LC zentral zugreifen und das würde ich ja eigentlich verhindern, wenn ich jeder App einen eigenen User-Space mitgebe. Ne? Ja, also. Ja, also es gibt eine Separierung zwischen den Apps. Ich weiß leider nicht die Implementierung, wie das genau läuft. Ja. Wenn du viele Libraries hast, dann musst du die
also um die Frage war eben, ob man jetzt die Libraries alle hat, mitliefern muss. Ja, die muss man alle mitliefern. Also man kann keine Snappy nachdenken. Man kann keine Snappy-Pakete auf anderen. Also Snappy-Pakete können nur, Snap-Pakete können nur auf Frameworks abhängig sein. Ja. Die Roadmap, erstmal fürs Telefon wird es halt eben einmal gebaut, dafür, dass es eben auf dem Smartphone läuft. Ich wollte eigentlich Ubuntu Personal, was ich ja vorhin erwähnt habe, auch noch zeigen. Das Blöde ist nur, die aktuelle Version bootet, beziehungsweise sie bootet. Man kann sich dann nur nicht einloggen, um zu zeigen, was da jetzt geht. Ist halt aktuell Entwicklungsstand. So, letztendlich wird da noch viel bei WebDM wird noch viel gemacht, damit man halt, damit er als zentrale Konfigurationszentrale dient, was jetzt halt eben noch relativ spärlich besetzt ist. Und was wird noch gemacht? Ja, Ubuntu Personal ist halt so auch noch der Fall, wo viel Manpower reingesteckt wird. Was auch sein kann, ist, dass früher oder später dass der normale Ubuntu Desktop auf Snappy wechselt. Dann hat man halt eben den Nachteil, dass halt die ganzen normalen Desktop-Pakete halt, also das Ubuntu Personal zum normalen Desktop-Ubuntu wird, wo man halt eben auf, wo das auf Snap basiert ist und nicht auf Deb basiert. Was man auch noch wissen muss, ist, das normale Ubuntu wird wahrscheinlich nie verschwinden, also was auf Debian basiert, weil letztendlich werden immer die Paketquellen aus Debian oder aus den Ubuntu-Paketquellen halt eben genommen. Daraus wird dann das Image gebaut, was dann auf den Snappy-Geräten ausgeliefert wird. Heißt, das immer noch der Zwischenschritt drin, dass, wo dann halt eben Snappy, wo dann halt das normale Archiv drin ist. Auf dem Desktop werden PPAs bleiben erstmal. Aber ich weiß, man wird jetzt sehen, wie sehr es sich jetzt auf dem Desktop dann letztendlich wirklich durchsetzt. Also ob das wann oder wie es kommt. Was man jetzt... Was man noch beachten muss, 16.04 kommt noch als ist eh noch ein normales LTS-Release. Das wird auch noch mindestens 5 Jahre unterstützt, mit Unity 7 auch noch. Und so ganz schnell wird Ubuntu auf dem Desktop nicht Snappy-basiert sein. Aber zusätzlich wird es wahrscheinlich länger geben dann. Es gibt keine Roadmap, soweit ich das wüsste. Ja. Ja, das gehört mit zur Roadmap, dass man nach also die Frage war halt eben, ob man wie jetzt genau das Paket bauen ist. Letztendlich müsstest du das selbst jetzt noch händisch zusammenbauen. Es gibt dazu Snapcraft, was jetzt noch Beta, glaube ich, ist. Womit du so Sachen sagen kannst, hey, ich möchte jetzt irgendeine Java-Anwendung haben, so dass du dann alle Abhängigkeiten mit drin im Paket hast. Letztendlich gibt es da noch nicht so viele Tools, damit die Anwender das wirklich einfacher nutzen können, so dass du es jetzt händisch noch selbst irgendwie zusammenbasteln müsstest. Ja. Cross-Compiling Toolchains vorhanden sind. Du kannst das normale Ubuntu nehmen, um es zu kompilieren und musst halt so, die Binaries kannst du ja so noch verwenden. Bitte? Kann ich was auf dem Mac kompilieren? Das weiß ich weiß nicht, ob das auf dem Mac geht. Ja. Ja, wenn es für ein normales Ubuntu kompilieren kann, dann kannst du auch für Snappy kompilieren. Du musst halt nur beachten, du musst halt sowohl x86-64 Kompilat halt mitliefern, als auch dann eben für die verschiedenen ARM-Architekturen. Ja. Ja. Also ob jetzt, genau, bei Android sind die halt eben, muss man die ja nur bei der Installation, kann man sagen, ja, ich möchte jetzt alle die Anwendung installieren mit allen Berechtigungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Snappy dann der Fall ist. Letztendlich muss man es definieren.
Netzwerkzugriff ist dann halt in der Regel normal gegeben, weil viele Anwendungen brauchen ja Netzwerkzugriff. Bei Ubuntu Phone in dem Fall ist es halt so, dass du es immer abnicken musst. Wie das genau bei Snappy ist, kann ich gerade nicht sagen. So, noch eine Frage? Ja? Wie kann man die Zielgeräte, hier zum Beispiel Snappy läuft ja auf dem Router, genau, und so weiter, wie kann man die mit ihren Fischplattformen die App bestimmen? Kann man dann im Airbnb-File definieren oder in Store? Also deine Frage ist jetzt, ob du jetzt definieren kannst, ob es jetzt auf dem Router oder auf dem Switch läuft. Genau. Eigentlich gibt es da keine direkte Unterscheidung. Okay, das heißt, an meiner Applikation wird für alle Snappy. Genau, deine Anwendung ist für alle dann verfügbar, wenn du es uns darstellst. Ja genau, BeagleBone-Pakete konnte ich zum Beispiel nicht in mein KVM installieren, eben weil die Architektur unterschiedlich ist. Ja gut, der Unterschied ist dann nicht in der Unterschied ist dann nicht im nicht auf welchem Gerät das jetzt genau läuft, sondern auf welcher Hardware-Architektur das genau läuft. Also ob das ARM ist oder Intel-Hardware zum Beispiel. Und klar, du kannst jetzt keinen Kernel von Beagle bauen auf einen KVM AMD64-Image installieren. Ja. Warte, deine Frage ist jetzt, ob man jetzt lieber Beagle bauen oder Raspberry Pi nutzen sollte. Ich habe zum Beispiel eben gerade gesagt, vom Raspberry Pi installiert. Ja. Das ist ja früh in der Entwicklung, man kann keine Update machen, zum Beispiel. Das ist so weiter da. Genau. Genau, also empfehlenswert ist, BeagleBone zu verwenden und nicht Raspberry Pi zum jetzigen Zeitpunkt. Das hatte ich, meine ich, gerade auch schon kurz erwähnt, weil BeagleBone ist im Moment die einzige, also auf den Hardware-Geräten die einzige unterstützte Plattform, offiziell unterstützt. Eben da kann man halt eben diese System-Updates machen, die man auch rollbacken kann. Das geht eben bei Raspberry Pi halt eben noch nicht, was halt noch ein bisschen blöd ist. Soweit ich weiß, ich habe das so teilweise mitverfolgt, warum das jetzt für Raspberry Pi zum Beispiel noch nicht verfügbar ist, da muss wohl noch ordentlich viel Code nach Upstream wandern. Details weiß ich nicht, aber BeagleBone Black sollte man halt verwenden. Also ich habe beide zu Hause und mit BeagleBone hatte ich da überhaupt keine Probleme mit. So, noch Fragen? Gut, dann wäre ich jetzt fertig. Wer die Folien nochmal angucken will, die sind auf meinem GitHub-Account. Ah, noch eine Frage. Der ist nicht da. Genau. Ja, dann bedanke ich mich und in 10 Minuten geht dann mein Ubuntu Phone Vortrag los.